Hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 3. Ja, in der letzten Folge hieß es, wir müssen zur Türkei und da sind wir jetzt. Geländewagen und Auto. Was ist denn von uns? Schicker Geländewagen. Anscheinend nicht der Geländewagen. Der Mietwagen, mit dem ich hergekommen bin. Ja, das dachte ich mir schon. Ein Totenkopf sagt mehr als 1000 türkische Worte. Jo. Auch mehr als 1000 deutsche Wörter. Wozu ein Auto knacken? Ich hab doch schon eins. Ein Totenkopf sagt. Ja, ist ja okay. Hier hat man eine Kette zwischen zwei schwere Betonblöcke gehängt. Das soll wohl die Zufahrt zur Ausgrabungsstätte versperren. Rein symbolisch, versteht sich. Die Kette hängt hier nur so rum. Ich nehme sie mal mit. Wieso auch nicht? Das ist unsere Nina. Die sieht irgendwo was rumhängen und denkt sich, vielleicht könnte ich das ja später nochmal gebrauchen. Wir sind ja in einem Adventure-Spiel. In einem Point-and-Click. Da kann man sich mal die Sachen zusammensammeln und einfach wildfremden Leuten ihre Ketten klauen. Achso, das heißt nur, dass ich da oben rumgehen kann. Okay. Müll in einem Eimer. Echt? Die Erfahrung hat mich gelehrt, Müll grundsätzlich zu durchwühlen, weil sich eigentlich immer was Brauchbares findet. Eine Fahrradspeiche, für sich gesehen eigentlich nutzlos, aber da sie im Müll lag, muss sie wichtig sein. Ja, Nina, deine Logik ist sowas von unschlagbar. Der Raum ist vollkommen leer. Allerdings kann man anhand der Umrisse an der Wand erkennen, dass hier wohl mal jede Menge Geräte gestanden haben. Können wir den öffnen? Da steht der Name Mehmet Terim. Keine Ahnung, wer das ist. Die Polizei oder wer auch immer hier war, hat ganze Arbeit geleistet. Da komme ich nicht rein. Ja, die ist ja nur abgeschlossen. Was sollen die da für Arbeit geleistet haben? gucken wir mal hier. An der Tür steht der Name Emre Dadoğan. Der Container dient offensichtlich als Büro und wurde genauso offensichtlich durchsucht. Alle Aktenschränke stehen offen, der Boden liegt voller Papier und von den Computern sind nur noch ein paar Kabel und die Monitore übrig. Da hat jemand ganze Arbeit geleistet. Die Tür ist verrammelt und versiegelt. Um da reinzukommen, bräuchte ich schon schweres Gerät, aber dann würde vom Container nicht viel übrig bleiben. Moment, kann man hier die Stufe? Nina, geh doch mal zur Seite. Ach, ein Spalt. Ein Spalt unter der Tür. Wir haben eine Fahrradspeiche. Ich wollte gerade sagen, ein Vielleicht kann ich Brecheisen. mir mit der Speiche irgendwas Brauchbares durch den Türspalt angeln. Na also. Angeln! Ich wollte damit die Tür aufbrechen, Nina. Hallo? Auf einem der Schnipsel steht der Name von Max. Eine Spur? Ich muss sie zusammensetzen. Nehmen Sie die Teile per Linksklick auf und bewegen Sie dann zu dem Rotationsknopf. Also das ist der obere, der runde, denke ich mal. Dort drehen Sie die Teile per Linksklick in 90 Grad Schritten. Und alles wieder mit Linksklick ablegen. Okay, darf ich denn... Hallo? Ich würde auch gerne mal anfangen. Wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, ja, dieser blöde Hinweis, der Auf ist mir einem der mitten im Schnipsel Bild steht hier. der Name von Max. Ich muss sie Ja, zu. ist gut, Nina, Das ist ist der gut. markanteste Schnipsel Ja. und damit ein guter Anhaltspunkt für die anderen Teile. Ich lasse ihn lieber so liegen. Dann lass ihn halt liegen, ist mir doch auch egal. So, ah, jetzt geht das endlich weg, okay. So, das dahin. Das nicht dahin, da müssen wir erstmal gucken. Wir müssen das erstmal überhaupt alles. Was war das denn gerade? Hilfe. Müssen das überhaupt erstmal alles drehen, wollte ich eigentlich gesagt haben. Das gehört dahin. So, das können wir noch mal drehen hier. Ach so, der ist auf dem Kopf, deswegen. Okay, das gehört da drüber. Das heißt, das hier, das da unten. So, ach so, der Rest ist gar nicht hier. Deswegen kriege ich das nicht alles zusammen. Ein Okay. Fax von Emre an Max mit Handynummer und Forschungsergebnissen.
Wenn ich das richtig verstehe, ist die Tempelanlage, die Sie hier freilegen, offenbar vor über 10.000 Jahren absichtlich zugeschüttet worden. Komisch. Warum sollte man eine Tempelanlage zuschütten? Aha, das scheint sich Emre auch gefragt zu haben. Seine Untersuchung der Sedimentschichten aus jener Zeit deutet auf massive Ernteausfälle hin, aber nur um die Tempelanlage herum. Das Klima schließen die Wissenschaftler als Ursache aus. Dafür waren die Ernteausfälle lokal zu begrenzt. Seltsam. Okay, hier ist es plötzlich komplett, das Fax, ne? Ist klar. Na gut, gehen wir mal zur Ausgrabungsstätte. Ohne einen Plan würde ich mich auf diesem Gelände hoffnungslos verlaufen. Ich sollte mich erstmal hier umschauen. Ja, ist das kein Plan hier? Aber den können wir ja nicht nehmen. Müll. Ist vielleicht im Müll nochmal ein Plan? Da habe ich schon drin rumgewühlt. Das reicht für heute. Na gut, schade. Ja, wo kriegen wir denn sonst noch einen Plan her? Ist vielleicht im Auto irgendwo ein Plan? Habe ich hier irgendwas übersehen? Schild, Auto? Der Mietwagen, mit dem ich her... Ja, ja. Diese Ausgrabungsstätte ist mein einziger Anhaltspunkt. Ich schaue mich am besten erstmal gründlich um. Wozu ein Auto knacken? Ich habe doch schon eins. Ja, aber vielleicht haben die ja den Plan da drin. Ein Fax von Emre an Max? Wenn ich das richtig verstehe, ist die Tempelanlage, die sie... Komisch. Aha, da scheint sich seine unter... Das Klima... Aber hier kann man sonst nichts mehr anklicken. Nur noch die Schilder. Okay. Hier ist kein Plan? Oder kann ich... Moment. Oder kann ich vielleicht noch was fischen? Ich habe bereits alles unter der Tür herausgefischt, was ich erreichen konnte. Ja, aber ohne Plan will sie hier nicht rein. Ohne einen Plan würde ich mich auf diesem Gelände hoffnungslos verlaufen. Ich sollte mich erstmal hier umschauen. Ich hätte jetzt gesagt, der ist im Auto. Oder brauchen wir die Fahrradspeiche fürs Auto? Also, das Problem ist halt, sie sagt ja, sie weiß nicht, warum sie das Auto knacken soll. Ich weiß ja nicht, ob der Plan im Auto ist, aber es könnte ja sein. Deswegen, ich würde den jetzt einfach mal knacken. Das kann man nicht machen. Kette. Das Handy mit der Nachricht von Emre. Ja gut, das ist von Max gewesen. Das bringt in den Unterlagen stand die Handynummer von Emre. Vielleicht erreiche ich ihn ja. Max? Na endlich, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Emre? Emre Dadoan? Wer spricht da? Und wie zum Teufel kommen Sie an das Handy meines Freundes? Oh, Verzeihung. Hier ist Nina. Nina Kalenko. Ah, die Verlobte von Max. Genau. Und wo steckt Max? Max wurde entführt. Was? Ja, direkt vor meinen Augen. Verdammt. Das hat sicher mit unseren Forschungen zu tun. Emre, ich muss alles wissen. Welche Forschungen? Wer hat Max entführt? Das waren wahrscheinlich dieselben Leute, die mich beinahe erwischt hätten. Wir sind da nämlich an der ganz großen Sache dran. Können wir uns treffen? Leider sitze ich auf dem Nabelberg unter der Grabungsstätte fest. Es gab vorhin ein Erdbeben, das mir den Weg zurück an die Oberfläche abgeschnitten hat. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin auch hier. Das Erdbeben vorhin habe ich live mitbekommen. Vielleicht kann ich dir helfen. Prima, aber einfach wird das sicher nicht. Und was soll ich machen? Du kommst nur über den Fahrstuhl in die unterirdischen Bereiche der Tempelanlage. Und den einzigen Schlüssel dafür habe ich. Der Fahrstuhl befindet sich bei Grabungsstelle C. In meinem Geländewagen am Eingang liegt eine Karte der Anlage. Blöde Frage. Wieso fährst du da nicht einfach zu mir nach oben? Ich hatte doch vorhin erwähnt, dass mir der Weg zum Fahrstuhl abgeschnitten wurde. Oben steht ein Bohrer rum. Wenn du ein Loch zu mir bohrst, kann ich dir den Schlüssel übergeben. Und noch eine blöde Frage. Wo um Himmels Willen soll ich denn bohren? Die Anlage hier ist gigantisch. Ich mache mit meinem Handy ein Video von dem Raum hier und schick's dir. Vielleicht helfen dir ja bestimmte Merkmale beim Identifizieren der richtigen Stelle an der Oberfläche. Auf jeden Fall stinkt's hier ganz schön nach Öl. Ich schick die MMS jetzt raus. Hoffentlich kommt sie durch. Mein Akku ist gleich leer. Die MMS ist da, aber ich erreiche Emre nicht mehr. Ich habe mir den Plan der Ausgrabungsstätte aus Emres Wagen geholt. Nina, ganz ehrlich.
Ich habe doch die ganze Zeit gedacht, dass der wahrscheinlich einen Plan da drin hat. Wenn es hier keine Möglichkeit gibt, diesen blöden Plan von woanders hier außerhalb zu holen, dann muss der doch in dem Wagen sein. Oder ich hätte vielleicht noch gedacht, vielleicht in dem Auto. Aber gut, das hat ja... Hilfe? Was sind das für Geräusche? Das Auto hat ja jetzt nichts mit der Ausgrabungsstätte zu tun. Oh. Nein, ich musste ihn vorher anrufen. Hätte sie das nicht direkt machen können? Ach du Schande. Es stinkt nach Öl, hat er gesagt. Moment, Eingang, Tempelanlagen, Pfeilerschicht, Konstruktion. Wo sollen wir denn hingehen? Oh Gott. Grabungsstelle. Achso, sind alles Grabungsstellen. Puh. Ich würde sagen, wir fangen mal klein an. Ich weiß jetzt auch nicht. Eingang, das ist das, wo wir jetzt sind, ne? Fangen wir mal bei A an. Aha, eine Ölpfütze. Okay, ein Busch. Super. Ein kleiner Busch? Da gibt's nichts zu entdecken. Vielleicht kann sie sich aber da irgendwie verstecken nachher. Eine Dieselpumpe, die leise vor sich hintuckert. Sie pumpt das eingedrungene Wasser aus der Grabungsstelle. Wieso Wasser? Das ist eine Ölpfütze. Die Pumpen wurden hier mit Sicherheit nicht zum Spaß installiert. Ich lasse besser die Finger davon. Hier läuft Öl aus dem Motor der Pumpe. Nein, danke. Kein Bedarf an einem Ölbad. Können wir auch nirgendwo mit aufnehmen, ne? Mehr können wir nicht machen. Schild ist klar. Ein mächtiger Steinpfeiler. Ich stoße hier besser nichts um. Warum nicht, Nina? Du nimmst doch auch immer alles mit, was du findest. Kannst du doch auch mal was umstoßen. Oh, Felsplatte? Was mit bloßen Händen durch massiven... Der Boden der Grabungsstelle besteht aus glattem Fels. Sieht ziemlich massiv aus. Ob sich darunter die Räume der Tempelanlage befinden, in denen Emre eingeschlossen ist? Wäre jetzt spontan meine Frage gewesen, weil halt eben das Öl hier ist. Aber anscheinend müssen wir da irgendwo von woanders noch was kriegen. Oh, hier ist auch nochmal so ein... Aber da ist kein Öl. Eine Dieselpumpe, die leise vor sich hintuckert. Sie pumpt das eingedrungene Wasser aus der Grabungsstelle. Was hatte er gesagt? Die Grube ist voller großer Gesteinsbrocken. Aber dieser Findling ist besonders stattlich. Den kann ich nicht bewegen. Warum nicht, Nina? Du bist doch groß und kräftig. Die türkische Schrift kann ich nicht lesen. Aber der Totenkopf ist aussagekräftig genug. Welche türkische Schrift? Wo sieht man denn hier bitte Schrift? Die Erde hier am Boden ist rot. Sieht aus wie auf einem Tennisplatz. Kann man die nehmen? Ich nehme etwas von der losen, trockenen Erde mit. Ja, weil man ja immer rote, trockene Erde gebrauchen kann, wenn man unterwegs ist. Ich stoße hier besser nichts um. Ein mächtiger Steinpfeiler. Ja. Anni, hier unten ist auch wieder eine Felsplatte. Der Boden der Grabungsstelle besteht aus glattem Fels. Sieht ziemlich massiv aus. Ob sich darunter die Räume der Tempelanlage befinden, ach, in denen Emre eingeschlossen ist? Mit bloßen Händen durch massiv... Ja, ja, aber was hat der hier... Wieso hat der hier zwei? Weil das eine der Stein war. Also, okay. Dann gehen wir erstmal noch zur nächsten. Gucken da mal. Also Erde haben wir schon mal. Wofür auch immer. Ach, das ist der Fahrstuhl. Hier führt ein einfacher Aufzug nach unten. Wahrscheinlich dient er als Verbindung zu den unterirdischen Bereichen der Tempelanlage. Eine Wasserpfütze. Das Wasser sieht zwar sauber aus, aber trinken sollte ich es besser nicht. Der Boden der Grabungsstelle besteht aus glattem Fell. Ob sich darunter die... Ja, sagt sie mal. Ein hochgewachsener Baum. Ich bin doch kein Eichhörnchen. Warum nicht? Vor allen Dingen habe ich heute ein ganz süßes Eichhörnchen gesehen, als ich ausgeparkt habe. Oh. Die Grube ist voller großer Gesteinsbrocken. Aber dieser Findling ist besonders stattlich. Das Schlimme war ja, das war mitten im... Naja, Stadt ist es hier nicht, aber... Kann man den benutzen? Für den Aufzug brauche ich einen Schlüssel. Ach so, erst so ein Schlüssel. Oh je. Okay. Der Grabungsplan aus Emres Auto. Damit werde ich mich jetzt bestimmt nicht mehr in der Anlage verlaufen. Ja, wenn du meinst.
Also dafür brauchen wir einen Schlüssel. Wir sind jetzt bei C, ne? Dann gehen wir mal nach D. Ah, hier steht ein Bohrer. Ein robuster Gesteinsbohrer mit Benzinmotor. Ja, guck mal. Da hätten wir dann doch das Benzin für benutzen können. Ein kleiner Busch? Da gibt's nichts zu entdecken. Schade, schade. Ich stoß hier besser nichts um. Okay. Eine Dieselpumpe, die leise vor sich hintuckert. Sie pumpt das eingedrungene... Die Pumpen wurden hier mit Sicherheit nicht zum Spaß installiert. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Mit bloßen Händen... Der Boden der Grabungsstelle, ob sich darunter die Räume... Ich bin ja ziemlich leidensfähig, was die Schlepperei betrifft. Aber der Bohrer ist mir eindeutig zu schwer. Sollte ich ihn brauchen, weiß ich ja, wo er steht. Ja, aber wir brauchen ihn doch. Was hatte er gesagt? Er hat einen Bohrer hier stehen. Ach so, den kann man... Moment. Ich muss erst prüfen, ob ich die Merkmale von Emres Video hier oben irgendwo wiederfinde. Erst wenn ich sicher bin, wo Emre steckt, mache ich mich an die mühsame und langwierige Fahrt mit dem Raupenbohrer zur Bohrstelle. Okay. Dann gucken wir aber vorher nochmal eben bei E nach. Ich weiß schon gar nicht mehr, obwohl hier ist auch Öl. Das ist ja doof. Die Grube ist voller großer Gesteinsbrocken. Aber dieser Findling ist besonders stattlich. Ja. Den kann ich nicht bewegen. Ich bin doch kein Eichhörnchen. Ja, ist ja gut. Die sagt überall das Gleiche. Ich stoß hier besser nichts um. Der Boden der Grabungsstelle besteht aus glattem Fels. Ob sich darunter die Räume der Tempel... Hier läuft Öl aus dem Motor der Pumpe. Komm, wir probieren das mal. Ich muss erst prüfen, ob ich die Merkmale von Emres Video hier oben irgendwo wiederfinde. Erst wenn ich sicher bin, wo Emre steckt, mache ich mich an die mühsame und langwierige Fahrt mit dem Raupenbohrer zur Bohrstelle. Ja, was heißt Merkmale? Das Öl ist doch hier. Die MMS hat mir Emre per Handy aus dem Tempelraum geschickt. Ach so, deswegen die Bäume. Oha. Ein paar Anhaltspunkte liefert mir das Video ja. Ich muss herausfinden, wo dieser Raum ist und wie ich Emre da rausholen kann. Also ich denke, dass es hier ist. Baumwurzeln. Das könnte passen. Die Wurzeln des Baums dürften lang genug sein, um bis zu einer unterirdischen Kammer zu wachsen. Dann Ölgeruch. Möglich, dass das ölverschmutzte Wasser durch eine Spalte nach unten gesickert ist und dort diesen penetranten Geruch verbreitet. Fledermausgeräusche. Ja, das sind keine Fledermausgeräusche, oder? Ich glaube nicht, dass die Fledermausgeräusche von hier gekommen sind. Ja, ehrlich gesagt, ich jetzt gerade auch nicht. Wo war denn der andere Baum? Auf B? Nee. War das auf A? Auf A, ja. Ich glaube nicht, dass die Fledermausgeräusche von hier gekommen sind. Ja, aber das ist doch das Einzige. Möglich, dass das ölverschmutzte Wasser durch eine Spalte nach unten gesickert ist und... Moment, Moment, Moment. Aber hier ist kein großer Baum, hier ist nur ein Busch. Wie komme ich jetzt wieder... wie komme ich jetzt wieder raus? Hallo? Da. Wo waren wir jetzt? Auf E, ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier ist. Die Frage ist nur... Was hat das mit den Fledermausgeräuschen auf sich? Nein, damit haben die Reliefs in der Kammer nichts zu tun. Motorengeräusche? Ja, das könnte der Motor gewesen sein, den ich auf dem Video gehört habe. Wenn ich mich hier so umschaue, ist das der einzige Ort, der in Frage kommt. Ne? Das Pumpengeräusch, die Baumwurzeln und der Ölgeruch. Emre muss direkt unter mir sein. Das Einzige, was hier nicht ist, das sind die Fledermausgeräusche, aber... Okay, hier bin ich richtig. Ich hol den Bohrer und versuche ein Loch ins Gestein zu bohren. Vielleicht schaffe ich es so, zu Emre durchzustoßen.
Eine halbe Stunde später. Hey Nina, tolle Leistung! Eine meiner leichtesten Übungen. Max hat also nicht übertrieben. Wirklich eine patente Person. Ich hoffe für ihn, dass das nicht sein einziges Kompliment war. Dann mal her mit dem Schlüssel. So einfach ist das leider nicht. Der Schlüssel passt zwar durchs Loch, aber ich kann ihn nicht bis zu dir nach oben schieben. Das sind schon ein paar Meter. Alles klar, ich lass mir was einfallen. Ach so, also er hat den Schlüssel. Ja, was ist denn mit den Ketten? Emre? Ja? Ich lass eine Kette runter. Häng den Schlüssel ran. Alles klar. Ich hab's. Zieh die Kette hoch. Ist angekommen. Bin unterwegs zu dir. Sei vorsichtig. Ja. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo der Fahrstuhl war. Ich gehe einfach mal zurück, wie wir hergekommen sind. Hier war kein Fahrstuhl. Ah, auf C. Okay, auf C. Schlüssel, zack. Bin gespannt, was mich da unten erwartet. Ne? So, Grubenhelm. Helme sind immer wichtig, wenn man unter Tage rumläuft. Wobei Nina den anscheinend nicht mitnimmt. Also nicht aufsetzt. Ja, nehmen wir mal einfach die ganze Kiste mit. Kein Thema. Ich wollte zwar nur untersuchen, aber... Eine verschlossene Holzkiste. Ja, nehmen wir sie einfach mal komplett mit. Können wir die damit passt öffnen? Nicht ins Schloss. Der Schlüssel ist für den Aufzug zu den Unter... Ja, ist ja gut. Die Speiche ist als Dietrich ungeeignet. Unflexibel und viel zu dick. Okay, dann lassen wir das erstmal. Ein Grubenhelm mit Lüftungslöchern. Knopf ist wahrscheinlich zum Hochfahren. Damit kann man den Fahrstuhl nach oben oder nach unten fahren lassen. Aha. Tunnel. Haben wir hier irgendwas übersehen? Nee, dann gehen wir mal direkt rein. Das muss die Brücke sein, von der Emre gesprochen hat. Der kleine Spalt reicht bis an die Oberfläche. Das Mondlicht scheint herein. Was ist das denn hier? Hier wurden uralte Wandreliefs mit Hilfe des Hochdruckreinigers von Schmutz befreit? Da waren ja scheinbar echte Experten am Werk. Ja, Schlange und Wildschwein oder sowas. Wohin damit? Keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal mit. Nein, das überlasse ich lieber den Experten. Dann. Wohin damit? Hallo, darf ich mal... Hä, das war doch gerade noch grün. Hä? Zum Fahrstuhl? Ja doch, da. Felsspalt. Wieso war das? Ach so, weil ich hier nicht am Felsspalt direkt dran war. Hm. Der Verbindungsschlauch ist lang genug. Das könnte klappen. Mhm. Hm. Die Frage ist nur, was bringt uns das jetzt? Es tut mir leid, ich muss nebenbei immer mal ein bisschen trinken. Luft durch die Spalte zu pusten hilft mir nicht weiter. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ein Hochdruckreiniger. Als Kinder haben wir mit sowas eine Menge Blödsinn angestellt. Ja, heute offenbar auch, ne? Was heißt denn Luft durch? Der kleine Spalt reicht bis an die Oberfläche. Das Mondlicht scheint herein. Ja, aber... Das Erdbeben hat die Brücke zum Einsturz gebracht. Das hilft mir ja unheimlich weiter, Nina. Können wir denn hier irgendwo... irgendwas kombinieren? Ja gut, das hat er ja schon gesagt, das macht er nicht. Das bringt uns jetzt nicht noch mal was. Ich muss einen Weg zu Emre in die unterirdische Tempelanlage finden.
Das weiß ich auch, Nina. Grabungsplan. Was ist denn mit dem Erdklumpen? Können wir den... Ich sollte besser nicht versuchen, den Luftdruckbehälter zu öffnen, um etwas hineinzufüllen. Okay. Ja, oder wir müssen erstmal oben gucken, was das jetzt bewirkt hat, falls das jetzt irgendwas Gut, bewirkt hat. Ich fahre wieder nach oben. Aber das müsste, wenn, dann doch hier irgendwo was bewirkt haben, oder? Eine Wasserpfütze. Hm. Das Wasser sieht zwar sauber aus. Ja, wissen wir. Die können wir jetzt gar nicht mehr anvisieren hier. Ein hochgewachsener Baum. Tja. Wir sind jetzt auf D. Wenn wir unten drunter gehen, könnten wir höchstens auf B auskommen, oder? Aber hier sieht jetzt nichts so aus, als ob das irgendwas verändert hätte. Ich guck mal bei C noch. Ach nee, wir waren auf C. Ah, okay, Moment. Ich guck mal bei E. Aber da müssen wir ja eigentlich hin. Da unten ist Emre. Das Loch führt zu ihm in die Kammer. Da können wir auch sonst nichts. Den Grubenhelm können wir wahrscheinlich auch mit nichts benutzen, ne? Was ist denn mit der Erde? Wir haben noch extra die Erde geholt. Und können damit jetzt nichts machen, oder was? Wasserpfütze? Er ist auf E. Können wir hier irgendwas mit der Erde machen? Bohrer, Pumpe... Vielleicht woanders. Nee, da bin ich jetzt wieder hier. Also ich sehe hier nichts, wo man irgendwo, hier haben wir auch nichts übersehen. Was ist denn mit dem Knopf eigentlich? Da ist jetzt keine Wand oder sowas dahinter, ne? Der Aufzug ist oben. Könnte man da... Ich bin mir nicht sicher. Ganz schön schwer, das Ding. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Frage ist nur, hilft uns das weiter? Ups. Okay. Mal sehen, ob was heil geblieben ist. Zange? Hammer und eine leere Plastikflasche. Ja, geil. Die Plastikflasche ist heil geblieben, oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Da ist ein Aufzug drauf gewesen, Leute. Eine leere Plastikflasche. Etwas zerbeult, aber sonst offenbar unbeschädigt. Ja, ja, zumindest ist es zerbeult. Das ist ja immerhin schon mal was. So. Okay, also mit der Plastikflasche können wir nichts machen. Dann machen wir erstmal die Zange. Die Zange
Moment, Zange und Erdklumpen? Hä? Schwuppdiwupp. Schon haben wir feinen Sand. Ihr wollt mich jetzt veräppeln. Die rote Erde ist trocken und fein wie Sand. Mit der Rohrzange haben wir daraus feinen Sand gemacht? Wollt ihr mich jetzt hier? Hä? Na gut, aber die können wir trotzdem nicht benutzen. Den Hammer, können wir den mit irgendwas benutzen? Der Hammerstiel passt genau durch die Kettenglieder. Okay. Ich habe den Hammerstiel durchs letzte Kettenglied geschoben. Ja, und nun? Kann man das nochmal mit irgendwas kombinieren? Nö. Müssen wir damit irgendwas... Behelfsbrücke? Nette Idee. Aber dafür ist die Kette nicht lang genug. Dann macht doch einen auf Jane. Ich kann die Kette von hier aus nicht vernünftig befestigen. Ach nein, oder? Ich zieh das Ding wieder aus der Felsspalte. Moment, Moment. Ich kann die Kette von hier aus nicht vernünftig befestigen. Wohin damit? Ich muss das doch irgendwie mit dem Hammer kombinieren können. Also mit Kette mit Hammer kombinieren können. Kann man den Sand mit irgendwas... Ich sollte besser nicht versuchen, den Luftdruckbehälter zu öffnen, um etwas hineinzufüllen. Warum nicht? Er funktioniert. Ja, das ist ja toll. Es bringt mich nur nicht weiter. Können wir mit der Zange vielleicht irgendwie was machen? Weil ich denke mal, dass wir die irgendwie kombinieren müssen. Oh. Ich konnte die Druckpistole vom Schlauch des Kompressors abschrauben. Oh. So war das jetzt nicht gedacht. Die Druckpistole des Luftdruckreinigers. Okay. Die kann ich jetzt nicht mit dem... Ich fülle den roten Sand in die Druckpistole. Hä? Okay, jetzt stehe ich hier wahrscheinlich auf dem Schlauch. Ich verstehe nicht so ganz die Logik dahinter. War es das jetzt? Soll ich jetzt... Moment, guck dir die... Die Druckpistole ist mit farbigem Sand gefüllt. Jetzt wieder ran, oder wie? Ich habe die Druckpistole im Handumdrehen wieder festgeschraubt. Okay, wohin damit? Das probieren wir jetzt noch aus, bevor ich die Folge gleich beende, weil wir sind nämlich ganz schön über die Zeit, aber ich will das Rätsel hier jetzt noch knacken. Wenn ich das denn überhaupt so hinkriege, ich bin mir nicht sicher. Der kleine Spalt reicht bis an die Oberfläche. Das Mondlicht scheint herein. So, machen wir den nochmal an. Jetzt müsste ja theoretisch der Sand rauskommen. Okay, fragst dann du, lass ich mich mal überraschen. Was? Der rote Sand wurde nach oben aus der Felsspalte geblasen. Können wir das jetzt machen? Ich kann die Kette von hier aus nicht vernünftig befestigen. Dann gucke ich jetzt noch mal eben... Achso, der ist jetzt nicht da. Ob man jetzt irgendwas sehen kann mit dem Sand? Gut, ich fahr wieder nach oben. Oder muss ich jetzt zu Embre? Ne, das ist eine Ölpfütze. Ich habe den Schlüssel bereits. Ja, ich weiß.
Oder hier? Das ist... Ah! Okay. Meiner Markierung zufolge befindet sich die zerstörte Brücke genau unter dieser Stelle. Okay, das heißt jetzt was für uns? Dass wir den nochmal... Ah, nee, wir haben den jetzt gar nicht mehr, ne? Können wir eventuell die Dinger von oben rablassen? Der Hammerstiel wird verhindern, dass die Kette durchs Loch fällt. Nein! Ah! Ah! Moment. Das schaue ich mir noch eben an. Die Kette ist fest oben verankert. Ha! Ja, geil. Das hat zwar jetzt richtig lange gedauert, aber geil. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier, weil die Folge jetzt schon so lange ist, mal einen kleinen Cut machen. Aber zumindest wissen wir, hoffentlich, dass wir dann hier weiterkommen. Also ich hoffe es zumindest, weil die Kette hängt jetzt so schön so Tarzan und Jane-mäßig hier rum. Ich hoffe, dass das auch so ist, wie ich mir das jetzt vorstelle. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge, da werden wir es dann erfahren. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.